Lass das Unnötige los, denn das Glück liegt darin, sich mit der Gegenwart zu versöhnen. Marcus Aurelius sagte einmal: Du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies und du wirst Stärke finden. Marcus Aurelius war von 161 bis 188 nach Christus römischer Kaiser und wird als einer der fünf großen Kaiser in Erinnerung behalten. Er verfasste seine Gedanken in den Meditationen, einem persönlichen Tagebuch über die Suche nach Frieden. Er glaubte daran, früh aufzustehen, um das Beste aus dem Tag zu machen, verstand aber auch die Bedeutung von Zeit zum Entspannen und Nachdenken. Aus seinen Schriften können wir seine nächtliche Routine ableiten. In diesem Video teilen wir sechs Dinge, die Marcus Aurelius möglicherweise jede Nacht getan hat und wie wir heute einige dieser Gewohnheiten übernehmen können. Alles, was ich bitte, ist, dass du dieses Video vollständig ansiehst. Wenn du zuschaust, bist du nicht wie alle anderen. Beweise es, indem du bis zum Ende dabei bleibst. Danke. Nummer 1. Lass los, was du nicht kontrollieren kannst. Wenn die Nacht kommt und mit ihr Sterne und Träume, erinnert sie uns an etwas Wichtiges. Die Notwendigkeit, Dinge loszulassen, die wir nicht kontrollieren können. Die Stoiker haben immer daran geglaubt zu verstehen, was wir beeinflussen können und was nicht. Das Leben ist unvorhersehbar. Während wir einige Dinge ändern können, liegen viele außerhalb unserer Kontrolle. Versuchen, alles zu kontrollieren, ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es ist sinnlos und stressig. Denke darüber nach, wie unendlich das Universum ist, mit Sternen, die entstehen und verblassen, Galaxien, die sich bewegen, und hier sind wir auf unserem kleinen Planeten, gestresst über große und kleine Dinge. Ein weiser Mann namens Epiktet sagte, dass wir vielleicht nicht alles kontrollieren können, was uns passiert, aber wir können kontrollieren, wie wir reagieren. Stell dir vor, all deine Sorgen sind in einem Ballon. Wenn du ihn festhältst, wird er versuchen, davonzufliegen. Aber wenn du ihn loslässt, schwebt er davon, wird immer kleiner, bis er verschwunden ist. Das ist es, was wir jeden Abend tun sollten. Denke über deinen Tag nach, verstehe, was gut gelaufen ist und erkenne, was außerhalb deiner Kontrolle lag. Vielleicht war es, wie jemand auf dich reagiert hat oder einige Weltnachrichten. Indem du diese Dinge loslässt, wirst du dich friedlicher fühlen und dich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Das jeden Abend zu tun, ist wie das Reinigen deines Geistes. Mit der Zeit wird dies zu einer Lebensweise. Du wirst nicht leicht durch Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, verärgert sein. Du wirst ruhig bleiben, selbst wenn es um dich herum hektisch ist. Marcus Aurelius sprach darüber, wie alles sich verändert und wie kurz unsere Zeit ist. Sich daran zu erinnern, hilft uns zu sehen, dass es keinen Sinn macht, an Dingen festzuhalten, die wir nicht ändern können. Jeder Abend kann eine Zeit zum Ausruhen und Nachdenken sein. Wenn du dies praktizierst, wirst du morgens erfrischt und ruhig aufwachen. Bereit, auf das zu reagieren, was du kontrollieren kannst, und den Rest loszulassen. Dies ist die wahre Bedeutung stoischer Gelassenheit und Weisheit. Zum Beispiel, wenn eine kleine Meinungsverschiedenheit in einem Café ihre Stimmung getrübt hat, kann das erneute Betrachten eine Perspektive bieten. Mit Reflexion wird deutlich, wie momentane Ereignisse, die in Echtzeit monumental erscheinen mögen, oft wenig dauerhafte Bedeutung haben. Solche Erkenntnisse fördern nicht nur die Widerstandsfähigkeit, sondern rüsten auch mit besseren emotionalen Werkzeugen für zukünftige Interaktionen aus. Dies nächtliche stoische Ritual geht nicht nur um Kritik. Es geht darum, Wachstumschancen zu erkennen, sich näher an persönlichen Werten auszurichten und sich schrittweise einem sinnvolleren Leben zuzuwenden. Im Laufe der Zeit schärfen diese Reflexionen das eigene Lebensziel, kultivieren emotionale Intelligenz und verankern einen in der stoischen Verfolgung, im Einklang mit Natur und Tugend zu leben. Nummer 3. Umarme die Kraft der Stille. In einer Welt voller ständiger Benachrichtigungen, endloser Online-Inhalte und dem Lärm des alltäglichen technologischen Fortschritts gibt es eine deutliche Erinnerung von den Denkern der Antike. Tritt bewusst einen Schritt zurück, um wirklich mit dir selbst in Verbindung zu treten. Es ist seltsam. Wir können sofort mit Menschen auf der ganzen Welt chatten, aber viele von uns fühlen sich allein wie nie zuvor. Mit so vielen Texten, E-Mails und Aktualisierungen
vergessen wir oft, was wirklich wichtig ist, wer wir im Inneren sind. Auch wenn alte Philosophen wie die Stoiker weit vor Smartphones oder dem Internet lebten, wussten sie, wie wichtig es war, Zeit allein zu verbringen und nachzudenken. Sie glaubten, dass wahres Verständnis nicht davon kommt, immer etwas zu tun, sondern von stillen Pausen. Denk an einen ruhigen See. Jedes Mal, wenn wir unser Telefon überprüfen oder abgelenkt werden, ist es, als würden wir einen Stein ins Wasser werfen und Wellen erzeugen. Wenn wir das den ganzen Tag tun, wird der See unübersichtlich, genauso wie unsere Gedanken. Sich zurückzuziehen ist wie das Wasser wieder ruhig werden zu lassen. Das bedeutet nicht, dass du Technologie komplett meiden solltest. Es geht darum, sich bewusst für Pausen zu entscheiden. Vielleicht kannst du eine Stunde vor dem Schlafengehen dein Handy ausschalten, die Stille genießen oder einfach die Welt beobachten, ohne ein Foto zu machen. Indem du diese Momente fernab von Bildschirmen verbringst, kommst du dir selbst näher. Du erinnerst dich an die guten Zeiten, bevor Handys die Kontrolle übernahmen, wie das Lesen eines Buches, das Spielen von Musik oder einfach das Plaudern mit Familie oder Freunden. Berühmte Stoiker wie Marcus Aurelius und Seneca sprachen immer über den Wert von Alleinsein und Nachdenken. Sie glaubten, dass wir uns besser verstehen können, indem wir äußeren Lärm ignorieren. Jeden Abend, wenn du dich dazu entscheidest, dich von Bildschirmen zurückzuziehen, machst du nicht nur eine Pause von der Technologie. Du findest wieder zu dir selbst. Es ist eine persönliche Reise, die dir zeigt, dass wahres Glück nicht in der Online-Welt, sondern in dir selbst liegt. Indem du dies jeden Abend tust, wirst du feststellen, dass echte Verbindung nicht bedeutet, online zu sein, sondern dich selbst zu verstehen und zu lieben. Du wirst erkennen, dass du mehr bist als nur ein weiterer Online-Nutzer. Du bist einzigartig und besonders. Und dieser Gedanke wird dich wirklich glücklich machen. Nummer 4. Familienzeit. Marcus Aurelius, ein großer Philosoph und Führer, glaubte fest an den Wert des gegenwärtigen Moments. Er sagte oft, dass egal wie lange man lebt, man nur die Gegenwart verlieren könne, denn das ist alles, was man wirklich hat. Trotz seiner herausragenden Position mit zahlreichen Verpflichtungen ließ er nie zu, dass seine Pflichten zwischen ihn und seine Familienzeit kamen. Jeden Abend machte er es zur Priorität, bei seiner Frau und seinen Kindern zu sein. Er bettete seine Kinder liebevoll ein, im Verständnis, dass jeder Moment kostbar war und der letzte sein könnte. Er nahm sich immer die Zeit, um ihnen zu zeigen, wie sehr er sich kümmerte, bevor er ihnen eine friedliche Nacht wünschte. Die Stoiker wie Marcus reflektierten oft über die flüchtige Natur des Lebens, nicht um düster zu sein, sondern um ihre Zeit und die Menschen in ihrem Leben wirklich zu schätzen. Eine einfühlsame Krankenschwester aus Australien, die ihre Tage mit Menschen verbrachte, die dem Ende ihres Lebens nahe kamen, teilte mit, dass viele ein wiederkehrendes Bedauern hatten, nicht genug Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Sie spürten den Schmerz, die prägenden Jahre ihrer Kinder zu verpassen und die Gesellschaft ihrer Ehepartner. In der heutigen Welt finden viele Familien es herausfordernd, qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Die knappe Zeit wird oft von Ablenkungen wie Fernsehen oder Videospielen absorbiert, wodurch bedeutsame Gespräche selten werden. Wenn wir die stoische Praxis übernehmen, uns der Unsicherheiten des Lebens bewusst zu sein und jeden Tag als einzigartiges Geschenk zu schätzen, könnten wir unsere Familien stärker priorisieren. Die Erkenntnis, dass uns nicht immer eine weitere Chance gegeben ist, kann uns dazu ermutigen, mehr Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen und ihnen oft unsere Gefühle auszudrücken. Es ist wichtig zu verstehen, dass Familienzeit mehr ist, als nur gemeinsam zu sein. Es geht um Verbindung. Diese Verbindung fördert starke Bindungen, tiefe Liebe, gegenseitigen Respekt und bleibende Erinnerungen. Darüber hinaus bieten qualitativ hochwertige familiäre Momente Trost in schwierigen Zeiten, vermitteln wichtige Werte an Kinder und fördern ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit. Indem wir uns wirklich unserer Familie verpflichten, bereichern wir sowohl ihr Leben als auch unser eigenes. Nummer 5. Priorität für körperliche Aktivität. Setzen Marcus Aurelius sagte einmal, es sei bedauerlich, wenn ein Mensch altere, ohne jemals das Potenzial an Stärke und Schönheit seines Körpers erlebt zu haben. Schon vor fast 2000 Jahren betonte er den Wert von körperlicher Aktivität. Er war der Meinung, dass ein gesunder Geist am besten
in einem gesunden Körper gedeiht. Die Stoiker erkannten, dass bereits einfache Workouts wichtige Lebenswerte wie Entschlossenheit, Wachstum, Disziplin, das Bewältigen von Hindernissen und die Steigerung des Selbstvertrauens vermitteln konnten. Sie empfanden, dass das Trainieren für persönliches Wachstum viel bedeutsamer war, als es nur für äußere Bewunderung zu tun. Die Stoiker waren sich bewusst, dass das Streben nach einem idealen Körperbau allein für äußerliche Bewunderung nicht der Weg zu echter Zufriedenheit war. Oft lassen wir unsere Workouts ausfallen, mit Begründungen wie "Ich bin zu erschöpft" oder "Ich habe ein wichtiges Meeting", "Ich kann nicht müde sein" oder "Die Arbeit war zu anstrengend, um überhaupt an ein Training zu denken". Auch wenn solche Ausreden leicht fallen, sollten wir uns an die zahlreichen physischen und mentalen Vorteile erinnern, die körperliche Betätigung bietet. Jede Aktivität, sei es das Spielen eines Sports oder eine Trainingseinheit, ist lohnenswert. Sie löst die Freisetzung von Endorphinen in unserem Gehirn aus, chemische Substanzen, die unsere Stimmung verbessern und Stress abbauen. Wenn Sie sich entscheiden, am Abend Sport zu treiben, könnte dies sogar zu einem schnelleren Schlaf beitragen und sicherstellen, dass Sie erfrischt für den kommenden Tag aufwachen. Warum nicht einen abendlichen Spaziergang in Ihren täglichen Plan aufnehmen? Während Sie gehen, spüren Sie die Brise, beobachten Sie Ihre Umgebung. Anstatt sich mit den Sorgen des Tages zu beschäftigen, konzentrieren Sie sich auf den nächtlichen Himmel und die Welt um Sie herum. Diese einfache Bewegung in Verbindung mit der Schönheit der Natur kann dazu beitragen, Ihren Geist von einem hektischen Tag zu befreien und Sie auf einen ruhigen Schlaf vorzubereiten. Nummer 6. Tauche ein in stoische Schriften. Unter dem sanften Licht des Mondes gibt es eine altehrwürdige Praxis, die jene bereichert hat, die auf der Suche nach Wissen sind: das Eintauchen in stoische Schriften. Es handelt sich nicht nur um eine oberflächliche Lektüre, sondern um eine tiefe Verbindung, eine tiefgreifende Interaktion mit einigen der brillantesten Denker, die unsere Welt je gekannt hat. Stoische Schriften sind nicht nur bloße Worte. Sie sind eine reiche Ablagerung von tiefen Wahrheiten des Lebens. Werke von Größen wie Seneca, Marcus Aurelius und Epiktet enthalten die reinste Essenz menschlicher Weisheit und Lehren. Wenn du dich jeden Abend in diese Texte vertiefst, ist es, als ob du an einer bedeutungsvollen Unterhaltung teilnimmst, Stück für Stück Wissen gewinnst. Stelle dir vor, wie du gemütlich vor einem knisternden Feuer sitzt, während Senecas Gedanken über das Leben und die Zeit sich vor dir entfalten. Er könnte betonen, das Leben richtig gelebt ist lang. Wie oft beklagen wir uns darüber, nicht genug Stunden zu haben, nur um festzustellen, dass es vielleicht unser schlechtes Zeitmanagement oder mangelnde Aufmerksamkeit ist, das eigentliche Problem ist? Das Nachdenken über solche Einsichten kann unsere Denkweise für die Zukunft lenken und formen. Dann gibt es noch Marcus Aurelius' private Reflexionen in den Meditationen. Es fühlt sich an, als ob man in das Tagebuch eines römischen Kaisers blickt, der trotz seiner imposanten Statur mit den universellen menschlichen Herausforderungen gerungen hat. Eines Abends könntest du auf seine Worte stoßen: die beste Vergeltung besteht darin, deinen Gegner nicht zu imitieren. In der heutigen Welt, in der Kleinlichkeit und Feindseligkeit oft vorherrschen, ist es ein starker Anstoß, unsere Prinzipien und Ehre zu wahren. Jeden Abend, wenn du dich in diese Schriften vertiefst, fühlt es sich an, als würdest du in eine majestätische, zeitlose Kammer eintreten, in der stoische Weisen bereitstehen, um Weisheit zu bieten, deine Ideen herauszufordern und deinen Geist zu trösten. Es ist ein fortwährender, bereichernder Dialog, der die Zeit überdauert. Doch es geht nicht nur darum, ihre Weisheit aufzunehmen. Sich mit stoischen Lehren auseinanderzusetzen, ruft zur Introspektion auf. Es ermutigt zum Hinterfragen, zu tiefen inneren Diskussionen und dazu, diese Lektionen an deine einzigartige Lebensreise anzupassen. Es mag Abende geben, an denen Epiktets Gedanken zur Kontrolle tief berühren und dich dazu auffordern, zu erkennen, was in deiner Reichweite liegt und was nicht. Oder in schweren Zeiten findest du Trost im stoischen Prinzip von Amor Fati, das Schicksal umarmen. Indem du stoische Texte in deine nächtliche Routine integrierst, nährst du nicht nur deinen Geist, du formst deinen Geist, schärfst deine Prinzipien und rüstest dich aus, um die Vielfalt der Herausforderungen des Lebens mit Eleganz, Ruhe und Weisheit anzugehen.
Im Laufe der Zeit formen diese nächtlichen Erkundungen in die Stoa dich. Du wirst nicht mehr leicht von den Turbulenzen des Lebens hin und her geworfen. Du stehst fest, verwurzelt in jahrhundertealten Erkenntnissen, immer bereit, jedes Hindernis in einen Schrittstein zur Erleuchtung und zum Wachstum zu verwandeln. Mitten in der Bandbreite nächtlicher Gewohnheiten ist die Auseinandersetzung mit stoischen Schriften nicht nur ein geringfügiges Element. Es sind die lebendigen Farben, die dem gesamten großen Bild Leben einhauchen. Abschluss zu nächtlichen Gewohnheiten und Praktiken. Während die zeitlosen Lehren der stoischen Denker durch die Geschichte hallen, erkennen wir, dass ihre Lehren nicht nur Ideen zum Nachdenken sind, sondern wirkliche Schritte, die wir in unser Leben integrieren können. Jede Nacht, wenn die Dinge sich beruhigen und wir uns auf die Ruhe vorbereiten, haben wir die Gelegenheit, in einen tieferen Zweck, Fokus und Gelassenheit einzutauchen. Doch der Stoizismus, wie alle wertvollen Philosophien, ist nicht nur zum Wissen da, er ist zum Handeln da. Er erwacht zum Leben, wenn wir ihn zu einem Teil unserer täglichen Routine machen. Und das Ende des Tages, ein Moment der Reflexion und Planung, ist eine perfekte Zeit, um ihn anzuwenden. Welche dieser abendlichen stoischen Gewohnheiten spricht dich an? Welche kannst du dir vorstellen, zu einem Teil deiner Nacht zu werden? Lass uns deine Gefühle, Hoffnungen und Erfahrungen mit dem Stoizismus in den Kommentaren wissen. Lassen Sie uns einander motivieren und bilden, während wir gemeinsam durch diese weisen Praktiken reisen. Bis zu unserer nächsten Diskussion hoffe ich, dass du Frieden in der Stille des Abends findest und Stärke aus den Erkenntnissen des Stoizismus schöpfst.